Herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Europa Universalis 4 mit Polen-Litauen im Jahr 1747. Wir sind gerade dabei, hier die schwedischen Nationalisten gleich wegzuhauen. Gleichzeitig verbessern wir die Beziehung mit dem deutschen Orden, integrieren Österreich. So ungefähr sieht das aus. Hier können wir die Loyalisten tatsächlich bei beiden entfernen, also hauen wir die auch bei beiden raus. Ist klar, ist pures Geld gespart und trotzdem sind sie unter den 50% Freiheitsstreben. Und dadurch bleiben sie loyal. Obwohl wir die Loyalisten nicht fördern, was ja natürlich einen Haufen Geld kostet, gerade bei so großen Nationen wie Kastilien und Frankreich. Dann schauen wir einmal durch. Ja, es wird die Überdehnung von Hardegg beseitigt, die Provinz, die wir uns angeeignet haben, ohne es zu bemerken. Jedenfalls, ich habe es gar nicht bemerkt. Dann haben wir noch Entscheidungen. Was haben wir hier? Prestige jährlich plus 0,5. Einfach so. Ja, wäre man ja blöd, wenn man es nicht nimmt. Und Kostenstabilität, jetzt machen wir Stabilität wirklich nur über den Papsteinfluss. Dann nehmen wir noch die Toleranz von den Heretikern mit rein, dann haben wir unsere beiden nationalen Entscheidungen auch gefällt. Hier die administrative Technologie will ich unbedingt durchdrücken. Und die Ideen, diplomatische Reputation plus 2, da fehlen uns noch 59 Diplo-Punkte, 500 haben wir schon. Um auf die 559 zu kommen, dann klappt es auch mit Österreich viel schneller. Dann ist es auch nicht 1819, sondern 1700 irgendwas, bis sie integriert sind. Ich habe noch Lust auf ein Spionagenetzwerk in Dänemark. Hauen wir mal den raus, den guten. Aus dem deutschen Orden war das. Und hauen den in Dänemark rein mit einem guten Spionagenetzwerk. Das sieht gut aus. Und wir bewegen uns auch mit unseren Trüppchen hier nach vorne, um ein bisschen, ja, besetzte Gebiete zurückzuerobern. Dann lassen wir die Zeit einmal laufen und checken das ab. Bei 559 werde ich reagieren und natürlich die Idee durchdrücken. Die Einflussideen, diplomatischer Einfluss. Jetzt haben wir hier noch das Freiheitsstreben. Da hauen wir die Loyalisten rein. Ich will die strikt auf unter 50 halten. Dann kostet das jetzt etwas. Aber das ist es mir auf jeden Fall wert. Auch wenn jetzt gleich die andere Nation Frankreich ist, glaube ich, dazukommt. Wir dürfen die Russen den Krieg erklären, das ist wunderbar, in Inari geht's ab, das ist glaube ich hier oben, jawohl, 10.000 Mann, ist auch nicht so viel. So, von Stockholm geht runter, ja, es gibt Stress, was mich jetzt richtig stark wundert, dass es so viel Stress gibt. Was ist denn da das Problem? Stabilität, die Unzufriedenheit plus 2, die geschürt wurde von außen, die Überdehnung 0,5, die Legitimität. Das sind alles drei Dinge, an denen wird gearbeitet. Die Unzufriedenheit klingt irgendwann ab. Die Überdehnung wird auch abfallen mit der Zeit. Und die Legitimität ist doch plus, oder? Plus 0,3, immerhin. Sie bewegt sich in eine positive Richtung. Eine Grundmannstärke oder zwei, dafür 60 Dukaten. Da reicht uns tatsächlich eine Grundmannstärke, ein Ausbildungslager, Bürger einziehen. Das reicht tatsächlich voll und ganz. Wir brauchen da nicht mehr so viel Rekrutenreserve und alles, wie wir haben. Da reicht uns eine. Und dann können wir gleich noch hier runter und wieder weiter einnehmen. Das sieht gut aus. Ich warte einfach nur, dass die 46.000 hier auch mal wieder runterkommen. Aber sieht momentan nicht so aus. Oder doch? Nee. Da bleiben sie strikt stehen. Was haben wir denn? Das ist bedauerlich. Unruhe lokal. Plus 8. Verrat gegen Polen-Litauen oder Armeeprofessionalität, dann machen wir die Unruhe plus 8 bis 58, die 10 Jahre. Es ist lokal, das heißt, es ist nur auf ein kleines Gebiet begrenzt. Das werden wir schon packen. Und eine 0,06er Korruption, damit können wir jetzt erstmal vorerst auch leben. Ist jetzt nicht so ganz tragisch. Jetzt warten wir, die 46.000 kommt man jetzt mal bei. Wäre cool, wenn ihr rüberkommt, aber da sind sie eigensinnig? Da bin ich am Überlegen, hochzugehen und die da oben platt zu hauen. Die 9,9, aber jetzt kommt rüber.
kommt rüber. Okay, was haben wir hier? Es wird was besetzt, tralala. Ja, da gehen sie hoch, okay. Dann können wir gleich mal auf Stockholm hinterher. Und hauen die da oben auch weg. Ein Spionagenetzwerk Russlands war das. Das weg ist. Moment, eine Fähigkeit kann gekauft werden. Im Zeitalter der Revolution. Gewaltmarsch, verbesserter Gewaltmarsch. Jetzt Gewaltmarsch ist übrigens, hier haben wir das. Moment, hier. Beim Gewaltmarsch erhöht sich die Geschwindigkeit auf 150%, wobei es pro durchquerter Provinz 2 militärische Macht kostet. Also man ist schneller und da kann man den Gewaltmarsch quasi umsonst machen und die Armeen kann man schneller von A nach B verschieben. Bei so einem großen Polen-Litauen eigentlich ganz gut. Dann haben wir Seeangriff global, ja. Ignoriere Reichweite für Kernprovinzen. Auch nicht schlecht, aber wir holen uns jetzt keine Kernprovinz in Bretagne oder so hier irgendwo im Eck. Auch wenn es cool ist, Schaden Artillerie ist auch cool. Freiheitsstäben, Untertan, Entwicklung, das ist viel. Entweder der Gewaltmarsch oder die Kernprovinzen. Dann könnten wir vielleicht hier gegen Tunesien was holen oder irgendwo was weiter weg einnehmen. Aber wir wollen auch die Technologie erhöhen. Die Administrative hauen wir gleich mal rein. Dann ist das auch erledigt. Dann nehme ich das Freiheitsstreben Untertanentwicklung. -0,33. Alles klar. Dankeschön. Das passt prima. Wie sieht's hier aus? Ja, da können wir die Loyalisten in Kastilien nicht rausnehmen. Sonst sind wir bei 55%. Das wäre natürlich schlecht. 65% ist Österreich integriert. Momentchen mal. Es fehlt nur noch ein Monat und dann können wir auch die Einflussideen durchdrücken. Dann machen wir das auch gleich nächsten Monat. Lassen wir die Zeit einmal weiterlaufen. Wir haben wieder was gekort. Damit müsste die Korruption wieder im Schach sein. Ist sie auch richtig, richtig stark im Schach, weil wir natürlich auch die Admin-Technologie durchgedrückt haben. Aber wir wollen Geld sparen, deshalb geht die Korruption runter. So, dann geht die Armee hoch. Am 11. Juli ist sie da. Die Armee geht hoch am 9. Juli. 11. Juli, 9. Juli, das ist ungefähr gleich. Dann haut ihr mal die 48.000 da platt und rennt gleich mal hoch die 10.000 als nächstes platt machen. Dann machen wir hier noch eine Armee, um die eine Provinz hier zurückzuerobern von den norwegischen Nationalisten. Vielleicht entsteht hier ja ein Schweden und ein Norwegen. Das wäre natürlich das Nonplusultra, wenn Dänemark sich im Krieg mit, was weiß ich was das ist, total verzettelt hier in Indien. Im Südindien. Das ist natürlich der Hammer. Jetzt, wir sehen nicht, ob hier dänische Provinzen sind. Besetzt durch. Ach, hier ist eine dänische Provinz. Ja, Dänemark will sich hier ausbreiten. Ja, wenn es im Kernland nicht läuft, machen sie es da hinten. Ist auch klar. Dann lassen wir die Zeit einmal laufen. Und schauen uns an, wie das hier gleich abgeht. Da sind wir schon von der Moral her schwächer. Aber das müsste eigentlich locker drin sein. Ja, das so locker jetzt auch nicht, aber das hat schon gut hingehauen. Dann sind die down. Dann geht ihr auch gleich mal eins hoch. Ach, und dann könnt ihr gleich die nächsten platt machen. Treffen sie sich perfekt, die Armeen. Ein Monat ist noch vergangen, das ist gut. Und es gibt neue Unruhen, das ist natürlich schlecht. Aber das drücken wir jetzt durch. Jetzt die Einflussideen plus 2 diplomatische Reputation. Da wird gleich mal abgecheckt. Österreich. 1784 sind sie fertig. Und jetzt sind sie 1766 fertig. 84 und 66 ist natürlich ein starker Unterschied. Diplomatische Reputation jetzt plus 1. Militärzugang gegen den Osmanen, bitteschön. Militärzugang gegen den Osmanen auch, bitteschön. Jetzt haben wir jetzt beides drin. Legitimität, wahrscheinlich aufgrund der diplomatischen Reputation, plus 1,28 jetzt und nicht plus 0,3, hat sich auch schön erhöht. Hier sieht alles ganz gut aus. Hier hauen wir nichts rein. Moment, ich möchte noch, wenn wir jetzt die Kathedrale auch erforscht haben, auch wenigstens eine bauen. Sie bringt uns in Moskau am meisten, plus 0,23 pro Monat. Da hauen wir mal die eine Kathedrale rein. Ja, Neapel und so weiter. Warten wir, bis wir wieder
ganz flüssig sind oder jedenfalls nicht so viel Minus machen. Und dann hauen wir noch mehr rein. Können wir hierhin zurückhauen? Jawohl, 29%, das ist auch die diplomatische Reputation, die wir gerade eben reingehauen haben. Können wir nochmal Geld sparen? Und mit den Armeen jetzt hier wegklatschen? Und das hat auch sehr gut geklappt. Perfekt. Ganz viele Nationalisten, das ist natürlich heftig. Ich würde sagen, wir lassen das noch einen Monat vergehen. Und dann splitten wir unsere Armeen wieder auf. Ne, das heißt, wir splitten sie wieder auf, dann fahren wir sie wieder runter. In Anhalt, Moment. Ansprüchen gegen Anhalt, perfekt. Spionagenetzwerk beenden. Soweit, so gut. Wir könnten eigentlich auch in Bierpass jetzt den Krieg erklären, wenn sie mit dem Osmanenkrieg haben, nehmen wir mit Afghanistan. Sind sie noch beschützt? Weiß ich nicht. Wir warten mal auf den einen Diplomaten. Krieg erklären? Nein. Die sind nicht mehr beschützt. Das heißt, wir können hier auch noch Krieg erklären. Eventuell, um uns ein bisschen hier auszubreiten. Aber vorerst möchte ich beim Deutschen Orden die Beziehung verbessern auf 190 plus. Auf 142 ist sie schon, das hört sich gut an. Dann lassen wir den Oktober noch vergehen. Und hauen jetzt das Geld runter, machen plus 6, das passt. Und hoffentlich, toi toi toi, setzt sich in Dänemark ein Schweden oder Norwegen durch. Oh Gott, die pommerschen Nationalisten gehen auch ab. In 51 Monaten. Ja, das sieht alles nicht so gut aus. Wir machen Folgendes. Planänderung. Ihr geht beide runter. So, gut. Und wir heben hier noch eine Truppe aus, die hier oben zurückerobern soll. Und dann gucken wir. Die pommerschen müssen wir weghauen. Die ungarischen müssen wir weghauen. Die kroatischen müssen wir weghauen. Ja, es gibt genug zum Weghauen. Es gibt viel zu tun. Auf jeden Fall. Dann lassen wir die Zeit einmal laufen. Unsere Truppen dürfen von oben runter. Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Danke, Ming. Aber noch unzufriedener können sie gar nicht werden. Die bleibt bei plus 2. Wahrscheinlich wäre sie schon gesunken. Vielleicht wäre das ein Punkt. Norwegen ist auch ganz interessant. 47 Monate noch. Hoffentlich kommt da ein Norwegen bei raus. Oder bei rum. Das wäre natürlich richtig cool, aber wissen tun wir gar nichts. So, in Rüppin wird der Tower wieder belebt. Und dann schauen wir uns das mal an, ja. Sieht alles ganz schön crazy aus hier. Okay, okay. Dann hauen hier wieder die Loyalisten rein in Kastilien. Und lassen die Zeit weiterlaufen. Gleich haben wir in Dänemark ein Spionagenetzwerk durch. Mit dem Papsteinfluss holen wir uns Stabilität, den letzten fehlenden Punkt. Und hier ist nochmal eine Armee, sobald die laufen kann. Jetzt kann sie laufen, kann sie zurückerobern, das ist klar. Bewegt ihr euch auch in Richtung Pommern? Ja, macht ihr, perfekt. Das ist sehr gut, sehr gut. Obwohl natürlich diese Aufstände hier nicht so gut sind. Momentchen mal, gibt's hier noch irgendwas? Ach Gott, nationale Entscheidungen, standardisierte Uniform. Unterhalt Armee plus 10, Armeedrillzuwachs. Ne, wir wollen jetzt keine Armeen drillen, leider. Was haben wir? Kostentechnologie, minus 5. Und Missionarsstärke weniger. Steuereinnahmen global, minus 5. Kostenstabilität. Bis zum Ende des Spiels. Oh, die Steuereinnahmen minus 5 sind natürlich, können tödlich sein. Die Besteuerung 31,14, 5% sind 5%. Natürlich sind dann die Kostentechnologie niedriger. Naja, da lassen wir noch sein, lassen wir noch sein. Und überstürzen da nichts. Und es wird erobert und erobert. Der Hammer, Momentchen. Machen wir mal ein Spionagenetzwerk rein. Ein Spionagenetzwerk. Ein Anspruch. Jetzt aufgrund der Koalition, die uns hasst, weit weg von den Staaten. Das heißt, die oberste Provinz, die ich mir vorstellen kann, das wäre die hier.
Jämtland heißt das. Dankeschön. Spionagenetzwerk beenden, auch Dankeschön. Können wir Dänemark-Krieg erklären? Können wir nicht. Bis 1750 Juni. Dann dauert das noch ein bisschen. Aber ist in Ordnung, soll es ruhig dauern. Ihr könnt da runter. Und jetzt haben wir nochmal einen mehr drin, stimmt, einen Diplomaten mehr zur freien Verfügung. Was machen wir denn mit dem guten Mann? Biapas vielleicht, ein Spionagenetzwerk? Können wir mal ein kleines machen, wer weiß. Die Truppe kann auch weiter vor nach Tuchel. Flottendoktrin, ja, jetzt erstmal nicht. Wir sind keine Flottennation. Minus 16, das ist natürlich, was wir hier investieren. Ja, sind wir genau auf 30, das ist haarscharf, aber nicht gut genug. Leider. Wäre natürlich noch besser, wäre noch besser, aber so ist die Sache. Und es gibt französische Thronanwärterrebellen, das ist auch schlecht. Da bin ich natürlich auch am Überlegen, hier sechs Truppen auszuheben und immer das, was die französischen Thronanwärterrebellen sich geschnappt haben, zurückzuerobern. Quasi, dass man immer zurückerobert. So als kleinen Trick. Hier sind Nationalisten aus Toskana, in Toskana. Urbinesische auch, die wollen ein Urbino haben. 35.000, Mann. Zwei Sterne, General, das ist nicht ohne. Überhaupt nicht ohne. Ich würde sagen, die kommen noch runter, genau. Machen wir jetzt eine etwas kürzere Folge diesmal. Ich glaube, das wird die kürzeste, aber das ist überhaupt kein Problem. Die Unruhen haben wir weggehauen, ein paar nationale Entscheidungen durchgedrückt, ein Spionagenetzwerk in Dänemark durchgedrückt und die diplomatische Reputation erhöht, was natürlich Gold wert ist. 1759, in 10 Jahren müsste Österreich durch sein, wenn es weiter so klappt, mit vier diplomatischer Reputation, wäre auf jeden Fall der Hammer. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge EU4. Vielen Dank, macht's gut und ciao.